Hallo und herzlich willkommen auch an dich auf YouTube. Willkommen zum, ja, Let's Play Doom. Doom, Doom, Doom. Doom, 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 Doom. Ja, wir sind hier im Live-Let's Play. Ich befinde mich hier auf Twitch wie immer. Glück auf, ja, auch von mir Glück auf. Nachbar kann ich ja quasi sagen. Wenn Schalke steht, denke ich mal, ist es wahrscheinlich ein Nachbar. So, wir spielen eine Kampagne. Ich habe kurz angespielt. Ich mache natürlich einen neuen Speicherplatz. Starte eine Kampagne. Los gibt's mir. Und ja, dann starten wir auch. Ich sollte vielleicht hier mal... ich habe die ganze Zeit das Ladekabel dran. Das ist wahrscheinlich... Störung jetzt kurz gewesen. Bitte für mich nicht spoilern. Nein. Wie gesagt, storymäßig jetzt hier, solltest du vielleicht... Hallöchen Lexi, auch an euch willkommen zu Let's Play Live, zum Live-Let's Play. Vielleicht solltest du dann jetzt abschalten, weil, wie gesagt, wegen Story und so jetzt, na. Und für dich auf YouTube, wie gesagt, das kommt, das wird hochgeladen. Ja, du guckst ja jetzt schon die erste Folge. Brauche ich ja nichts zu erzählen. So, jetzt geht's los. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja kurz schon, wie gesagt, schon angespielt. So. Was ist denn jetzt? Hallo? Kein Ton mehr? Hallo? Du schreitest ewig durch die Schattenreiche. Du kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen. Möge das Blut auf deinem Schwert niemals trocknen. Und mögen wir dich nie wieder brauchen. Korax, Eintrag 7:17 Uhr und los geht's. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Auf jeden Fall. Ja, das fängt ja super an. Alter, huah. Alter, Hilfe, das fängt ja super an. Oh Gott. Aha. Oh, shit. Ja, na, das fängt ja super an. Ja, willkommen zu Doom, dem Live-Let's Play. Noch auf Twitch. Alter Schwede. So, alter, Quali geht aber einigermaßen, ne? Kann man gucken, oder? Heute Witzke, Herr Kapitän. Was haben wir hier? Wir werden uns darum kümmern. Wir werden uns darum kümmern? Ich frage mich, warum ich auf so einen Tisch gelegen habe mit so einer Art Sarg. Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin. Ah ja. Naja, sieht ja lecker aus. So, was haben wir hier? Ah, Dämoneninvasion im Gange. Das klingt schon sehr einfallsreich. Oder beziehungsweise es klingt sehr verlockend. Eindämmungsprozedur eingeleitet. Warten auf Protokollaktualisierung. Ah, ja. Oh. Hallo Seppel, willkommen zum Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play. Hallo Klankasper, hallo Jerome. So, Helm auf. Fernanalyse, Kalibrierung beendet. So. Here we go. Alles nicht verfügbar, na ganz toll. Ich hab schon mal die Nase. So, tralala, tralali, tralalo. Sicherheitssystem. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Wer redet denn da? Ah. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Interessiert mich ein Scheißdreck. Weil du von Nutzen hast. So, hallo Niki, auch an dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen, ja, zum Live Let's Play. Hey Craig, welcome! Can't wait to play this game tomorrow. Craig, my friend, welcome to the Let's Play Live Show, to the Live Let's Play. And, Ah ja, Glory Kills. Füge einen Dämonenschaden zu.
wird er benommen, was durch das blaue, was durch die blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn heran und drücke R3, wenn die Markierung orange wird, um einen Glory Kill auszuführen. Du kannst den Dämonen verschiedene Winkel angreifen, auch von oben, um unterschiedliche Glory Kills auszuführen. Durch einen Glory Kill hinterlässt ein Dämon immer Gesundheit. Das ist okay. Alter, jawohl. Hui. Das wird lustig. Jawohl, Survival. So. Und da kriegen wir schon eine neue Waffe. Sauber. Oh Mann. Und eine Kampfschrotflinte. Was? Ist es nur bei mir pixelig? Oh Gott, ich hoffe nicht, dass es... Du hast unheimlichen Mundgeruch, habe ich gesagt. So. Abregelung abgeschlossen. Ich hoffe, das legt sich mit den Pixeln. So ein bisschen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Tasche. Ah, ja. So, da kommt... Was ist denn da los? Hey, Jungs! Was ist hier los? Feiert ihr eine Demo oder was? Wir sind voll der Demo am Feiern hier. Ich glaub's nicht. Dann wollen wir mal ein bisschen hier aufräumen. Das ist wahrscheinlich der Christopher Street. Entschuldigung. Alter, ist das laut. Huha. Jetzt geht ab. Bäm in die Fresse. Was war das? Huha. Hallo. Willst du mal sterben? Der wollte irgendwie nicht. Der hatte irgendwie... Alter. Geh doch weg. Oh Mann. So. So, ein bisschen Munition einsammeln. Wer schießen? Ach, mal da. Na, wieso? Alter, sag mal, lass mich doch mal in Ruhe. Verdammt. Ja, vier Glory Kills, my friend. Yes, so nice. The Glory Kills. 32 Zuschauer. Was, seid ihr wahnsinnig? Ihr seid wahnsinnig. Uah. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Ja. Survival. So. War es das jetzt? Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Dämonenpräsenz eliminiert. Das hört sich doch super an. Das heißt, wir haben ein wenig Luft wieder zum Atmen. Das finde ich sehr schön. Das Spiel macht Saulaune. Oh ja! Dontane oder Dontanne? Dontanne? Ist es richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Wenn ich entschuldige mich bitte. Willkommen. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Yeah. Er würde alles ruinieren. Meint ihr mich? Ich sag dazu nur... Yeah. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an dieser Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles aus dem Kontrolle geraten, ja. Aber ich war das Risiko wert, das versichere ich. Yeah, Bethesda! It... Entschuldigung, manchmal geht's mit mir durch. So, und damit nochmal herzlich willkommen zu Doom, dem Live-Let's Play. Jetzt geht's los, finish him. So. Dosierer, drücke das Touchpad, um Dosierer aufzurufen und dir die verfügbaren Ziele anzusehen. Du kannst auch das Digipad nach unten drücken, um die aktuellen Missionsinformationen im Helm anzeigen zu lassen. Ah ja, finde die Ursache, finde den Eingang der Rest-Ops-Einrichtung. Das schaffen wir. So, Alter Schwede. Ist ganz schön staubig hier. Meine Güte. Aber ich finde es gut, dass das Spiel sich selber nicht ernst nimmt. Das ist echt super. Okay, ist irgendwas... Irgendwas ist hier abgestürzt. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Ach, guck mal an. Hey Jungs, wie läuft's denn so? Alles klar bei euch? Ciao! Alter, diese Glory Kills sind so mega. So, und bringen natürlich Leben. Alter, hör auf damit, lass das. Lass das, lass das, renn doch nicht weg von mir. Jeder kriegt sein Fett weg. So, warte mal.
Alter. Willst du wohl sterben gehen? Guck mal, erst mache ich deinen Kollegen kaputt und dann mache ich dich kaputt. So, siehst du? So. Boah, was hier schon wieder los ist? Die feiern irgendwie voll eine Demo hier. So. Und ich glaube, ich weiß auch, warum die Verbindung so schlecht... Hallo? Erstmal aus dem Bild treten. Warum die Verbindung so schlecht ist, weil wahrscheinlich alle jetzt streamen heute Doom und so. Uah. Lass das. Lass das. Lass das. Ich hab gesagt, hör auf damit. Heute ist irgendwie nicht gut. Ja, ich denke mal, das liegt daran, weil alle streamen. Vermute ich mal. Ich glaube, das war's, ne? Ach, nee, guck mal, da ist noch jemand. So. Naja, wie gesagt, ihr könnt das Ganze ja nochmal auf YouTube euch nochmal anschauen oder so. Falls ihr es möchtet. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir... Ich glaube, hier lang ging es jetzt. Da ist nochmal Munition, nehmen wir noch mit. Ein bisschen Leben können wir gleich gebrauchen. Ah, ja. Mhm. Finde den blauen Zugangsschlüssel. Nein, es gibt keine Keycard, es gibt blauen Zugangsschlüssel. Finde ich geil. So. Müssen wir mal gucken. Huch, hallo. Ich weiß, hier oben war ein Secret gewesen, das weiß ich. Da ist doch schon eins. Gestern war Quali sehr gut. Ja, das stimmt. Das stimmt einigermaßen. Danke, mein Freund, für die Zugangskarte. Ich habe eine blaue Schlüsselkarte erhalten. Naja. So. Ich halte die Schlüsselkarte einfach vor der Tür und die öffnet sich. Granaten. Probieren wir direkt mal aus. Hallo? Achso, die muss nachladen, die Granate. Auch schön. Yeah! Alter. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Naja, bis jetzt geht's ja noch. Aber wie das hier aussieht, das ist so krass. Ich weiß, im Stream kann man das wahrscheinlich, ne? What difficult is this? Medium. Medium! Normal. Difficult ist normal. Hallo, meine Freunde. Yeah. I love the skills. So nice. So amazing. So. Guten Abend, Smirks. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Missed your scene of... Humor, Flexi. Survival! So. Alter Schwede. So, was? Prätorenanzug, Verbesserung. Prätorenanzug, Verbesserung. Im Reiter Prätorenanzug kannst du deinen Aufzug, wollte ich jetzt schon sagen, deinen Anzug auf verschiedene Weise verbessern. Investiere deine... Prätorenanzugmarken in verfügbaren Verbesserungen und siehe dir die Voraussetzung für weitere freischaltbare Kategorien an. Umweltwiderstand. Ah ja. Mhm. So, senkt den Schaden durch Explosivfässer und Umwelteinflüsse. Ja, das machen wir mal. Kaufen wir mal für einen Token. Das nächste ist weniger Schaden durch eigene Waffen. Boah, ich werde mich, glaube ich, nicht selber töten. So. Dontan oder Dontain, vielen Dank für den Follow. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Dankeschön dafür. So. Survival! So, jetzt geht aber ab hier. Bam, bam. Die kriegen so. Die kriegen sowas von, aber ich sag euch jetzt schon, das Spiel wird definitiv schwerer. So, erstmal aus dem Bild treten. Gehen wir aus dem Weg. Ich muss durch. Ich bin Arzt. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo geht's denn? Ach, guck mal! Hallo, mein Freund! So, ich habe keine Muni mehr für die Flinte, das ist natürlich schlecht. Sollte ich mal gleich mal ein bisschen gucken. So. Ach, guck mal, da kommt's, guck mal. Piu, 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 piu. Flinte war leer, ne? Ah, ne, doch, ich habe noch 5 Schuss.
Haben ein bisschen was gefunden. Da, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Munition. So. Was? Terrorzwiebel? Lese ich das richtig? Terrorzwiebel! Vielen lieben Dank für den Follow, Alter. Ja. Dankeschön. Und willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play von Doom. Das Ganze wird auf YouTube erscheinen. Uah. Komm her. Bleibst du bestehen? So, Waffenmod. Felddrohnen liefern dir Waffenmods, die du mit der Mod-Taste L2 aktivierst. Wähle ein Mod, dann wird sie an deiner Waffe angebracht. Mit Waffenpunkten kannst du Mods auch verstärken. Ah ja. Machen wir mal Explosivgeschosse. Bäm, in die Fresse. Alter Schwede. So geil. Was? Was? Wer? Wo? Wer? So. Wo willst du hin? Bleib hier. Hallo, lass das. Wie die mich mal angreifen wollen? Ich fass es gar nicht. Was mache ich denn? Ich tu dir noch nichts. Hallo? Uah. So, erstmal aus dem Bild treten. Oh Mann, das Spiel ist so geil. Hallo? Lass das. Wenig Munition. Okay, sollte man da oben liegt, glaube ich, Munition. Sollte man ein bisschen Munition sammeln. Ja, ist doch gut. Ich glaube, die feiern alle eine Demo hier oder so. Die Dämonen feiern eine Demo. Der Witz war so schlecht, ich weiß. Hallo, lass das. So. Wie geht's denn hier hin? Ah, guck mal einer an. Hey! Waffenpunkt zum Arsenal. Wir haben Waffenpunkte gekriegt. Ja, sehr schön. Wir können jetzt hier... Reduziert die Aufladezeit zwischen Explosivgeschossen. Oder erhöht die größere Explosion... Ja, oder entfernen sie die Aufladezeit eines Explosivgeschosses. Machen wir mal. Das klingt sehr reizvoll. So, Waffenpunkte erhalten. Alter, hör auf damit. Ich hab dir nichts getan. Willst du mich verarschen? Das gibt's gar nicht. Wie die... Wo kommen die auf einmal her? Hallo, hör auf damit. Ist jetzt mal Ruhe hier? So, ciao. Hier liegt Munition, nehmen wir mit. 88 Lebenspunkte habe ich noch. Also viel. Ist nicht viel. Alter, wieder am Aufräumen ist. Das ist so... Bam! Also ich kann auch versprechen, es wird gleich definitiv noch ein bisschen ruhiger auch. Weil wir gleich noch ein bisschen in der Basis sind. Weil so weit hatte ich schon gespielt gehabt. Wo will der da oben hin? Guck mal, der flüchtet. Alter, bleib stehen. Wie er einfach nicht stehen bleibt. Wie einfach nicht stehen geblieben ist, ich glaub's nicht. Ist ja unfucking fassbar. Ach Mann. Hallo, lass das. So, erstmal aus dem Bild treten, ist immer gut. Erstmal schön aus dem Bild treten. Dann haben die Dämonen nicht anders verdient. Zurück zur Hölle mit euch! Höllenbrut! Yeah! So! Alter, geh weg. Ja, lass das. So. Hey, die Türen sind offen. Puh. Alter Schwede, jetzt noch erstmal. Erstmal ein bisschen runterfahren. Haben wir hier auch was drin? Nein. So. Willkommen bei der USC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Ist interessant. Ja, schön. Oh, das sieht so geil aus, ne? Das ist so... Gott ruhte am siebten Tag. Wie weit aber wären wir schon ohne zu ruhen? Die USC strebt überragende Leistungen. Daher gibt es die 7-Tage-Woche. So können sie an der Seite ihrer Kollegen jeden Tag an etwas Großem arbeiten. Hören wir nie auf, danach zu streben. Aha. Ja, das hört sich doch super an. Yeah! So, die UAC...
So, ich habe nur zwei Extras gefunden von drei. Mhm, ansonsten den Rest habe ich alles gefunden. Und weiter geht's. Alter Schwede, das ist so... das macht so viel Spaß. Meine Güte. Ressourcenoperationen. Befreit aus... Was? Befreit aus dem... Aus deinem Gefängnis im Kampf mit den Bösen. So beginnt der neue... Der Kreislauf erneut. Um die Quelle der dämonischen Invasion zu finden, musst du zunächst die Kommunikationssatelliten in den Ressourcenoperationszentrale neu ausrichten. Okay, da werden wir jetzt... In die Richtung werden wir jetzt gehen. Der lädt hier oben. Hier oben ist übrigens noch dieser Ladekringel. Den seht ihr nicht, weil meine Hackfresse da drüber ist. Ich hänge gerade in der Gießerei fest. Da war ich schon gewesen. Also wie ich vorgespielt hatte, heute privat so ein bisschen. Bis dahin war ich schon gewesen. Da kam ich aber eigentlich relativ gut durch. Ich glaube, da kam ich durch. So, ist der schon fertig, der Ladekringel? Ja, jetzt. Kenne deinen Feind. Eingehende Sprachnachricht. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Aha. Missionsherausforderungen werden zu Beginn einer neuen Mission ermittelt. Schließen Sie die ab. Erhältst du Waffenpunkte. Im Reiter Mission des Dossier mit Touchpad kannst du deinen Fortschritt sowie die Voraussetzungen ansehen. Aha, Automap. Im Reiter Mission werden dir die Automap verfügbaren Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. 2-1. Töte 2 Besessene mit dem Abzugsbestätigung der Schrotflinte. Abwechslung ist die Würze des Todes. Führe 5 verschiedene Glory Kills bei Besessenen aus oder beziehungsweise auch noch, großer Entdecker, finde 3 versteckte Extras. Okay, das ist die Map. Da sehen wir jetzt noch nicht viel. Das wird sich aber schleunigst ändern. So. Die Tür ist offen. Sieht ja lecker aus, muss ich sagen. So. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ich suche gerade da die blaue Schlüsselkarte. Die habe ich gefunden, die Schlüsselkarte. Well, ist doch mal gut jetzt. Wie die hier eine Demo feiern. Hä? Was? Wo? Wer? Was da? Hat er sich einfach versteckt? Uah, Alter, uah, lass das. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Aha. Mach ich gleich mal mit. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ach, da unten. Feiern voll die Demo. Ich komme gleich mal da runter. Werdet ihr schon sehen. Oh, hallo Jungs. Hallo, lass das. So, was haben wir hier? Uah, hör auf damit! Lass mal aus dem Bild getreten. Das ist immer das Beste, was du machen kannst bei den Demo. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Also wie gesagt, die blaue Schlüsselkarte, die habe ich schon gefunden. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Nein. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Alter, geht das noch lauter? Hilfe! Oh Gott! Okay, jetzt haben wir den Satelliten aktiviert. Was ist denn hier? Herunterladen. Ah! Anti-Scan-Technologie freigeschaltet. Schauen wir doch mal. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt.
Wieso redet die schon wieder mit uns? Da deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Er hat die doch gerade schon gesagt. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Jetzt halt doch mal den... Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich. Ja, halt, er hat den Bubble. Meine Güte. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Wieso redet ihn schon wieder? Das ist ein Bug. Die Menschenopfer. Das Höllenportal. Dämonen. Das ist alles. Sie soll einfach mal den Rand halten. Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, einen haben, die sie für uns. Wenn du einfach mal deine Schnauze anlöst. Jetzt. Ich glaube das nicht. Wieso hält er nicht einfach mal den Bubble? Ich glaube an Ehrlichkeit. Schön. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Tja, Welt. Da hängt er einfach mal in der Kiste. All die Gerüchte. Da flippt er einfach mal raus. Das Höllenportal, die Dämonen. Sag mal, kann die mal den Rand halten? Ich will auch mal was sagen. Meine Hallo. Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Du sollst... Und das jetzt. Bleib doch mal. Sag mal. Wieso haut der im Abwacken Feigling? Ich glaube an Ehrlichkeit. Feige Sau, Corona. Vor allem jetzt. So, jetzt aber. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte. Was macht der? Was macht... Menschenopfer. Das Höllenportal. Voll am Grüßen. Die Dämonen. Alter, was ist mit der Quali los? Ist alles. Boah, ist das mies. Boah, das tut mir so Meine leid. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Sag mal, kann sein. Ihr nicht einfach mal den Bubble halten? Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein. Kann ich nicht einfach mal den Rand halten? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abwägelung. Hör auf! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Uah. Hau nicht ab! Bleib hier! Jeder kriegt den Fahrschein! So. Also es tut mir echt leid mit der Quali, dass es so mies ist. Aber wie gesagt, das ist irgendwie... Das ist bei mir in der letzten Zeit so miserabel. Wo kommt der denn her? In der letzten Zeit so miserabel... Alter. Hey, da liegt Munition, sehr schön. So, haben wir wieder Flintenmunition. Weg mit dir. So, alter Schwede. Schrecklich, dies mal mit deiner Quali. Ja, ich. Es ist eine Last. Es ist eine Last. Es ist echt eine Last. Es ist echt eine Last. Es ist echt verdammt nochmal eine Last. Es tut mir so leid. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die Besten heran. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Ja. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Für die Seelenernte? Da muss ich meinen Chef mal fragen, ob es eine Seelenernte gibt. Was haben wir denn hier Schönes? Jawohl. Jetzt gibt's Schnitzel. Die Kettensäge ist eine Nahkampfwaffe, die durch Drücken von vier Kanten gewählt wird. Der Einsatz der Kettensäge verbraucht Treibstoff. Je größer der Dämon, desto mehr Treibstoff ist nötig. Tötest du einen Dämon mit der Kettensäge, hinterlässt er zusätzliche Munition. Ja, das sieht ja lustig. Das wird ja... Das wird echt lustig, glaube ich. Hui! Hallo, mein Freund! Alter.
Okay, also alle unter 18 bitte raus, ja? Alter, das geht, ja. Alter, das geht. Alter, das ist so mies. Die alle platzen. Ich hab wenig Leben. Oh Gott. Hilfe. Ich hab wenig Leben. Hilfe. Ich brauch ein bisschen Leben. Gib mal Leben. Hurra. Ein bisschen Leben her. Und wenig Munition habe ich auch. Das heißt, ich brauche ein bisschen. Chainsaw Massacre. Yes. Internet halt. Es macht, was es will. Ja, das ist schrecklich. Das ist zum Kotzen. Es ist eine Last. Es ist eine, das komme ich hoch nehmen, komm. Ah ja. Ist anscheinend da lang gekommen, oder? Nee. Ah, die ist hier reingegangen, da kommen wir aber glaube ich noch nicht rein, ne? Nee. Müssen wir mal gucken, dass wir hier mal. Oh, hallo Zug. Kommt er jetzt? Hey, ich habe wieder Treibstoff für die Kettensäge bekommen. Sehr schön. Hm? Muss ich denn... Ach so. Stimmt, da war ja was. So, da gucken wir mal. Bei uns ist es zensiert, ist gepixelt. Ja, Zensur. Ist doch gut da unten. Alter. Halt doch mal den Bubble. Ich glaube, es geht aber los. Ich glaube, wenn Vera in Wien hier wäre, die hätte schon längst geschrien. Fäkalien! 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 Fäkalien, wie sieht das denn hier aus? Fäkalien! Fäkalien! Was ist denn hier? Oh, eine Klappe. Hm. Wo muss ich denn. Ja. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ja, gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Genau. Oh, hallo. Ciao. Ah, guck mal. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Wo ist der denn hingefallen? Okay. Ein bisschen Muni wäre auch mal gleich ganz geil. Jetzt geht aber ab hier. Alter. Mal ein bisschen aufräumen hier. Wo will er hin? Bleib stehen. Lasst mich. Ich bringe euch nur dahin, wo eure Mama euch geboren hat, ihr Schweine. Entschuldigung. Alter, lass das. Okay, ihr wollt's nicht anders. Oh, ich hab nicht mehr viel. Oh, ich hab nicht mehr. Nein, ich bin tot. Ich hatte nicht mehr viel Leben, verdammt. Verdammt. Alter, dieses Spiel. Das ist so durch. Ich finde doch, dass das Spiel sich nicht selber ernst nimmt. Das finde ich ganz gut. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, wer das hier ernst nimmt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es ist so. I don't know. Mann, das ist echt ärgerlich mit der Stream-Quali. Wenn ich, fange ich gleich an, über der Elgato zu streamen. Ohne Spaß, das macht so keine Laune. Weil da habt ihr wenigstens Top-Quali. Und, sollen wir das nicht so machen? Sollen wir das so machen, dass ich jetzt über die Elgato eben switche? Weil das geht ja eigentlich relativ fix, ne? Hi, Popokop. Weil so mit der Quali ist echt ärgerlich. Weil dann stelle ich eben, wie gesagt, ihr müsst ja dann über die Twitch-App gucken. Und dann spielen wir direkt weiter. Sollen wir das so machen? Was? Aber geil durch, aber geil. Ja, das stimmt. Voll durch, aber mega geil. Sollen wir über die Twitch-App, also wie gesagt, dann findet ihr mich über die Twitch-App, ne? Also Reflex GER oder einfach LPLS suchen und könnt ihr über eure Twitch-App über der PlayStation auch gucken. Ja, aber wie gesagt, mit der Quali, das, also wenn, dann möchte ich euch schon vernünftige Quali bieten und ja, irgendwie über der PlayStation funktioniert das nicht. Dann mache ich eben kurz den Stream aus und sehen wir uns gleich wieder. Ja, machen wir es so, aber dann ohne Kamera.
ja, und für dich auf YouTube, wie gesagt, gibt es dann jetzt eine Folgenpause und wir sehen uns dann ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.